Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Und heute habe ich einen Kilchum in Loch Gorm, die Abfüllung von 2022. Ja, Freunde, es ist wieder Mittwoch. Ich habe wieder ein Sample hier auf meinem Regal. Einen Loch Gorm von Kilchhomen. 46 Volumenprozent und wir haben die Abfüllung von 2022. Die kommt ja jedes Jahr, glaube ich, einmal raus, diese Abfüllung. Da gibt es jedes Jahr ein Batch von und ja, ein sehr großes Batch. Das sind über 17.000, 18.000 Flaschen. Ich glaube, 17.000 Flaschen so ungefähr. Also ein recht großes Batch kommt dann da raus. Ne? Ja, wir haben die Destillerie Kilchhomen heute am Start. Kilchhomen auf der wunderschönen Insel Eila gelegen, ne? Ganz klar. Im Westen von Eila gelegen. Ich glaube sogar, ist die westlichste auf Eila gelegene Destillerie. Sie ist sehr jung noch, 2005 erst gegründet. Und macht natürlich rauchige Whiskys. Ich habe von Kilchhomen auch schon einiges probiert. Ja, da war ich auch immer so ein bisschen zwiespältig. Mal haben mir ein paar Abfüllungen ganz ordentlich gefallen und manchmal fand ich sie auch nicht so gut. Ne? Mal sehen, wie es der heutige so mit sich bringt. Ne? Wir haben einen Whisky, ja, da kann ich ja mal das Glas holen. Übrigens vom Franz wieder das Sample, ne? Ganz klar. Habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? Und wenn nicht, dann das zweite Mal. Wir haben einen Whisky, der nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert ist. Wir haben eine Trinkstärke von 46 Volumenprozent. Kommt wunderschön daher. Ja, zur Destillerie zur Destillerie Kilchhomen gibt es noch zu sagen, sie brennen auf zwei Wash und zwei Spirit Stills und haben ein Produktionsvolumen von 480.000 Liter mittlerweile. Sie haben mal mit weniger angefangen, ne? Weniger gebrannt, aber mittlerweile sollen sie bei 480.000 Litern sein. Ist ja schon ganz ordentlich, ne? Für eine junge Destillerie, die es noch nicht so lange gibt, finde ich das schon mal nicht so schlecht. Ja, Loch Gorm, diese Abfüllung Loch Gorm, was ist Loch Gorm? Loch Gorm ist ein Süßwassersee mitten auf der Insel Eila. Die Insel Eila ist ja gar nicht so groß, ne? Sie ist 30 mal 40 Kilometer groß, ne? Also 30 von oben nach unten und 40 in der Breite. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ist sie länger oder ist sie breiter? Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber 30 mal 40 Kilometer circa so, ne? Ist die Destillerie groß. Und da gibt es so ein paar Seen auch mittendrin. Und einer davon heißt Loch Gorm und ist sogar der größte Süßwassersee auf der Insel Eila. Und nach dem haben sie halt diese Abfüllung benannt. Ne? Und die kommt, wie gesagt, jährlich einmal raus. Wir haben hier in der aktuellen Abfüllung 20 frische Oloroso Buds und 2 Riefel Oloroso Buds. So ist es zu lesen gewesen. Also 20 frische Oloroso Fässer und 2 Riefel Sherry Fässer, Oloroso Sherry Fässer. Und es ist die einzige Oloroso Vollreifung, die Kilchhomen macht. Ne? Alles andere wird immer gefinished oder ist rein Ex-Bourbon oder sowas halt. Aber hier handelt es sich um eine reine Oloroso Sherry Cask Füllung. Deswegen fand ich die auch so interessant, weil Oloroso Sherry meine Lieblingsreifung ist bei Whisky. Und deswegen begebe ich mich auch mal wieder auf rauchige Pfade. Ne? Also muss ja auch immer wieder mal sein, dass ich auch mal rauchige Whiskys probiere. Ja, und hier haben wir einen Vertreter, der wohl ordentlich auch Rauch hat. Ne? Ich habe das schon, die steht jetzt schon so eine halbe, dreiviertel Stunde, steht diesmal ein bisschen länger, ich habe ein bisschen später angefangen. Und wo ich dann wieder in das Zimmer reinkam hier, da stand schon Rauch im Zimmer. Ne? Also das war schon heftig, muss ich sagen. Also erwartet uns da wahrscheinlich auch viel Rauch. Ne? Ja, sonst gibt es zu Loch Lomond nicht, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die sind ja auch immer sehr, sehr bemüht, regionale Produkte zu verwenden, also die Gerste und Wasser und Torf und sowas, das alles von der Insel Eila zu nehmen, klappt nicht immer. Sie haben natürlich auch eine Abfüllung, die Eila Barley sich nennt, glaube ich. Ne? Also die wirklich 100% Eila, so heißt die Abfüllung, die machen sie auch. Den hatte ich auch schon mal gehabt und den fand ich auch nicht schlecht. Und da kommen tatsächlich alle Zutaten von der Insel Eila
und wird auch auf der Insel Eila gelagert. Denn Destillerien, die verschiedene Destillerien auf Eila lagern nicht alle ihre Whiskys auf Eila, ne, das muss man auch wissen. Die werden zum ganz großen Teil auch auf dem Festland gelagert. Laphroaig, glaube ich, macht es so. Die haben dann eben den meisten gebrannten Whisky, der wird dann in Fässer abgefüllt und dann auf dem Festland gelagert, irgendwo. Glasgow in der Nähe meistens, ne? Da sind ja die meisten Abfüller immer zu Hause und ja. Und der 100% Eiler, der wurde dann zu 100% auch auf Eiler dann gelagert. Aber dieser, der Loch Gorm, da weiß ich es nicht, ob der auch auf Eiler gelagert wurde. Zumindest legen die halt viel Wert auf so Regionalität ne, also Zutaten aus der Region oder so. Aber klappt halt mit dem Malz natürlich, ne, natürlich nicht immer, weil die Insel Eiler ja auch nur begrenzt Getreide an, weil man da nur begrenzt Getreide anbauen kann. Und ja, der Bedarf halt, ne, bei sämtlichen Destillerien viel, viel höher ist an Gerste, wie man dort halt produzieren kann. Ne? Ganz klar, sie kaufen sich das natürlich auch irgendwo dann halt zu. Ja, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir tatsächlich mal zum Whisky, ne? Ja, natürlich kommt der Rauch gleich, ne? Ganz klar. Aber mit dem Rauch zusammen. Mit dem Rauch zusammen habe ich eine schöne, frische Fruchtnote, muss ich sagen. Frisch ist die so richtig, so ein bisschen im ersten Moment in der Nase frisch. Aber es sind rote Früchte tatsächlich. Da gehe ich so ein bisschen in die. Ja, das ist schon Johannisbeere. Das sind schon so Beerenfrüchte, rote Beerenfrüchte. Johannisbeere, vielleicht sogar. Bisschen dunkler und auch Brombeere. Jetzt werden die Früchte auch gediegener, älter. Ne, diese Frische lässt jetzt so ein bisschen nach. Das war eben so im ersten Riechen, habe ich frische Früchte gehabt. Aber der Rauch, schön. Also, es ist für mich. Nee, es ist keine Asche, kein Lagerfeuer. Ja, doch, vielleicht so brennendes Lagerfeuer, aber keine Asche, ne? Also kein Lagerfeuer, wenn es schon abgebrannt ist, sondern wenn dann ein frisches, aber ich habe auch fleischigen Rauch hier mit bei, so. Durch diese schöne Würze, das ist auch, der Whisky ist enorm würzig, muss ich sagen. Der bringt eine schöne, richtig schöne Würze mit sich. Kommen hier so fleischige Raucharomen mit rein. Und je länger man dran riecht, je mehr geht der Rauch weg. Ne? Klar, die Sinne gewöhnen sich dran. Ne? Er ist mehr auf der fruchtigen Seite wie auf der süßen Seite. Er bringt auch eine schöne Süße auch mit. Aber ich finde, hier dominiert die Frucht, ganz klar, Oloroso Sherry. Ne? Und ich bilde mir ein, so ein bisschen salzige, so maritime Geschichten hier auch noch mit zu riechen. Ja. Ja, so Meeresbrise, Meeresluft so ein bisschen. Die ist da auch auf alle Fälle dabei. Der Rauch, muss ich sagen, der gefällt mir hier ganz gut jetzt in diesem Whisky hier. Wo mir sonst der Kirchhomenrauch nicht so zugesagt hat, aber in dem Loch Gorm hier finde ich bis jetzt in der Nase den Rauch sehr ansprechend, ja. Ja, schöne fruchtige, rauchige, würzige Nase, muss ich sagen. Das ist sehr schön. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir probieren mal den ersten Schluck. Ne? Oh, übrigens, wieder, ne, mein Schlierentest. Also, ihr laufen tatsächlich, dauert immer ein bisschen, aber dann laufen tatsächlich immer schön die Schlieren auch hier runter. Ja, wie gesagt, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ne? Das habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Jetzt probieren wir mal. Slanjewa. Ja, schöner Rauch, ne? Also schöne. Ja, der geht für mich ein bisschen mehr ins Fleischige. Jetzt kommt eine Süße, eine fruchtige Süße aber. Und ich finde,
Ja, die 46 Volumenprozent kam mir jetzt im Mund, wo ich im Mund ein bisschen gespült habe, ein bisschen hin und her, ein bisschen wässrig vor. Also da hätte ich gedacht, oh, der könnte wohl ein paar Prozent mehr Alkohol vertragen. Aber jetzt am Gaumen, wenn man den Mund dann öffnet, ganz, ganz zartes, leichtes Prickeln auf der Zunge, finde ich dann doch den Alkohol gut eingebunden. Also dann muss ich sagen, jetzt gefällt er mir dann doch. Ne? Da kam so ein bisschen dann auch ein Antritt. Beim Spülen im Mund war er wässrig, aber beim Runterschlucken hat er einen schönen, ja, kräftigen Antritt, einen normalen Antritt gehabt, ne? Kann man so mal sagen. Oh, jetzt. Oh, jetzt, wo die Sinne sich an den Rauch so richtig gewöhnt haben, jetzt kommt hier in der Nase eine richtig, richtig satte Fruchtnote hoch. Vielleicht ein Hauch Nussigkeit noch, dieser, ne, was Oloroso ja immer so mit sich bringt. Aber Nuss, nur ein ganz leichter Hauch. Ich weiß übrigens auch nicht, wie alt dieser Whisky ist. Ne? Da stand nichts drauf, war auch im Internet nicht zu finden. Ich weiß nur, dass da jährlich ein Batch rauskommt. Aber wie alt dann der Whisky ist, wir müssen ausgehen von 3 Jahren und ein Tag. Ich glaube, dass er ein bisschen älter ist, dass er vielleicht so 6 Jahre ist, aber 5, 6 Jahre. Aber wir müssen halt davon ausgehen, dass er nur 3 Jahre und ein Tag ist. Ne? Nee, aber bisher gefällt mir das sehr gut, muss ich sagen. Ne? Also da könnte man auch bei sowas wieder mit rauchigen Whiskys natürlich wieder leben. Ne? Ah, jetzt habe ich in der Nase so ganz leicht phenolische Geschichten im Rauch, aber längst nicht so wie jetzt bei Laphroaig oder sowas. Ne? Überhaupt gar nicht ganz weit weg von Laphroaig. Ne? Also ein ganz leichter Hauch von phenolischen Geschichten auch da. Aber diese Fruchtigkeit, die prägt diesen Whisky, finde ich. Diese Fruchtigkeit mit der Süße jetzt gepaart und dieser schöne Rauch, der so für mich ein bisschen brennendes Lagerfeuer und so ein bisschen fleischig reingeht. Ne? So ganz leicht fleischig. Ja, ich probiere nochmal, ein zweites Mal. Ja. Ja, wieder dasselbe. Beim Spülen im Mund, ne, wenn man guckt, dass der Whisky überall hinkommt, wässrig. Finde ich ihn schon ein bisschen wässrig. Aber sobald ich ihn runterschlucke und den Mund aufmache, gefällt mir der Alkohol wieder. Also gefällt mir die Alkoholstärke wieder. Das ist so ein bisschen, ist so eine Eigenart. Hatte ich auch noch nicht so im Whisky. Dass ich den im Mund beim Spülen als wässrig empfinde und dann beim Aufmachen des Mundes setzt sich so ein ganz leichtes Kribbeln so an den Wangen und auf der Zunge so ein bisschen fort. Ne? Also dann reicht mir das doch wieder. Der Abgang. Ja, ne Frucht bleibt und natürlich auch der Rauch. Ne? Der Rauch nimmt den ganzen Rachenraum ein. Der bleibt auch da, der Rauch. Aber die Frucht ja, ein bisschen fruchtig ist er noch. Also ich würde den Abgang jetzt gar nicht mal als kurz bezeichnen. Würde ich so mittellang vielleicht. Lang auf keinen Fall. Mittellang, vielleicht auch mittelkurz, wenn es den Ausdruck auch noch gibt. Vielleicht so nennen. Ja, Freunde, ich muss sagen, will ich auch gar nicht mehr so in die Länge treiben, das Video. Also ich finde, Kirchhomel kann man immer wieder mal probieren, ne? Oh, jetzt. Jetzt enormer Rauch. Enormer Rauch im Gesamten. Gerade wenn ich jetzt spreche, so kommt immer diese. Hat so eine Rauchfahne mit raus, ne? So aus dem Mund. Ja. Ich muss sagen, das ist wieder ein Whisky Loch Gorm, der mir ganz gut gefällt. Den hatte ich auch noch nie im Glas, wirklich. Das war heute Premiere, ne? Ihr seht, hier ist auch bloß der Schluck raus, den ich da drin hatte. Ich habe wirklich diesen Whisky auch noch niemals probiert, kein Batch vorher probiert. Deswegen kann ich den auch nicht vergleichen, wie andere Batches da mal geschmeckt haben von. Ich kann nur meine Meinung zu diesem sagen und die fällt für mich hier positiv aus. Also ich muss sagen, ich glaube, der kostet so um die 80 Euro so rum. Ja, das muss man halt sehen. Ne? Preise sind ja allgemein jetzt angestiegen, haben wir ja in jedem Video immer wieder das Thema. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Aber ich finde,
Das habe ich auch in eines der letzten Videos schon gesagt. Man muss immer wissen, wenn ein Whisky schmeckt, was ist er einem wert, ne? Also wenn mir ein Whisky besonders gut schmeckt, dann gebe ich auch 80 € dafür aus, egal ob da ein Alter draufsteht oder nicht, ne? Wenn er mir super schmeckt, gebe ich 80 € aus und fertig, ne? Das ist so meine Philosophie. Aber ich weiß, das Preis ist immer ein Thema bei den Leuten, das weiß ich. Mir schmeckt er gut. Eine Großflasche, weiß ich nicht. Also ich kaufe mir ja so ganz, ganz, ganz selten mal rauchige Whiskys, ne? Also als Großflasche. Das ist für mich bei mir wirklich äußerst selten. Ich probiere rauchige Whiskys bei Freunden immer sehr viel. Oder ich besorge mir Samples, so wie das bei diesem hier der Fall ist, ne? Oder Resteflaschen halt, ne? Da bin ich dann bei rauchigen Whiskys mehr unterwegs. Ich würde mir hiervon jetzt keine Großflasche kaufen, aber das hat keine Auswirkung auf mein Urteil, denn mein Urteil, wie gesagt, fällt positiv aus. Ich gebe einen Daumen hoch für diesen Whisky, hat mir sehr, sehr gut geschmeckt, riecht sehr gut, schmeckt sehr gut. Man wird bestimmt auch noch ein paar Aromen da rauskitzeln, wenn man sich länger mit dem Whisky beschäftigt, ne, als bloß in so einem kurzen Video hier. Und ja, Freunde, eine Empfehlung von mir. Ne, Preis muss natürlich wie immer jeder selber entscheiden. Und mir bleibt da bloß zum Schluss noch zu sagen, liked bitte das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ja, abonniert meinen Kanal. Das wäre nicht schlecht, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Denn stehen kurz vor den Tausendern, also kurz vor 1000 Abonnenten. Und würde mich freuen, wenn ich die 1000 bald erreiche. Ja, Freunde, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns Samstag wieder zum nächsten Video mit einer Großflasche dann hier auf meinem Regal, ne? Macht es gut, Freunde. Bis zum Samstag. Ciao.